abschneiden. Hier, hab ich. Los, los! Holla, das hier ist eine Zollgrenze. Mit welchem Recht? Mit dem Recht einer Route hinten rein, Klugscheißer. Zahl oder schwimm. Ich gehe rüber, aber ich zahle keinen kaputten Körper. Kaputt? Das ist ein Kiefer, wenn unsere Keulen damit fertig sind. Wort mir, schnapp dir den Geizkragen. Weiter so, Blätze. Schneller! Mit welchem Recht? Mit dem Recht. Ich gehe. Kaputt? Das ist dein. Ich sehe, dass du ein weißgerechter Mann bist. Also sag mir, soll ich mein Weib einmal die Woche schlagen oder öfter? Thank you.
Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Baumrinde gegessen? Mir kommen davon schon Splitter aus dem Arsch. Wie kann ich helfen? Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk, wenn ich so sagen darf. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig, faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? Klingt toll. Kannst du solche Rüstungen anfertigen? Nein. Aber wenn du jemanden findest, der das kann, würde ich ihn gerne kennenlernen. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordaroch auf Undvik benutzten. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skellige Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben, die Schmiede könnte aber noch stehen. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Ich suche das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal in Skellige bin. Lebt wohl. Kleiner Pisser. Sag euch, wo die Gegner für den Feld liegen. Ja. Vielleicht schafft er dich auch. Guten Tag. Bin bereit. Ha! Wen haben wir denn da? Weiß der Baron, wie seine Männer sich amüsieren? Der Baron weiß alles. Der wettet sogar auf manche Kämpfe. Er wettet wie ein Idiot. Verliert immer. Fangen wir an. Na schön. Komm zu Papi. Was denn? Verlieren wir die Nerven? Welch ein
Kampf! Hiermit sei Wissen und kundgetan, dass der Hexer den Feldwebel besiegt hat und nunmehr Meister von ganz Velen ist. Wenn du nicht genug kriegen kannst, findest du anderswo würdige Gegner. In Novigrad gibt es genügend, in Skellige auch. Was hast du hier zu suchen, du Schmuck? Ich höre. Womit kommst du zu mir? Ich habe Nachricht von deiner Frau. Potzpestilenz! Warum sagst du das nicht gleich? Wo ist sie? Warum bringst du sie nicht mit? Sie ist im Buckelsumpf. Hat Essen, ein Dach überm Kopf, ist beschäftigt. Sah nicht so aus, als wollte sie von dort weggehen. Du solltest sie zurückbringen, nicht von ihren Lebensumständen berichten. Ich sollte sie finden. Und das habe ich. Mehr war nicht abgemacht. Du hältst mich noch immer für das Letzte. Für einen Bastard, nicht? Für den Schuldigen an dem, was hier passiert ist. Es ist egal, was ich glaube. Und doch sehe ich deine Verachtung. Ich kenne die Welt der Hexer nicht, aber in unserer ist nichts schwarz oder weiß. Du wirst wohl einwerfen, dass es nicht nur deine Schuld ist. Na gut, ich höre mir deine Sicht der Dinge an. Mit Annie. Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie versorgte meine Speerwunde aus der Schlacht von Angkor. Als ich genesen war, hielt ich um ihre Hand an. Sie weinte vor Freude. Bald war Tamara geboren und dann ging ich nach Zidaris. Ein Kriegsfürst hatte sich gegen König Etain erhoben und Foltest schickte Hilfe. Schlachten und Scharmützel jagten einander. Ein Leben voller Krieg. Ich war selten zu Hause und fand Trost im Trinken. So viel Trost, dass ich nicht davon lassen konnte, wenn ich daheim war. Na schön. Und dann? Ich zog von Front zu Front, von Schlacht zu Schlacht, verdiente Sold. Und Anna saß allein mit dem Kind daheim. Vielmehr nicht allein, wie ich später erfuhr. Fast 3 Jahre lang suchte sie Trost in den Armen eines Kindheitsfreundes namens Ivan. So ein Hundesohn! Verdammt, verstehst du nicht? Einen Fehltritt hätte ich ja verziehen, aber sie hat mich jahrelang betrogen. Hat sich einen Dreck um mich und meine Liebe geschert. Woher weißt du das? Eines Tages kam ich nach Hause. Da waren Anna und ihre Sachen weg. Ich fand einen Brief. Sie schrieb, sie liebe mich nicht mehr und zöge mit Tamara zu diesem Wichser. Ich dachte, mir tritt ein Pferd in den Arsch. Ich zog los, um den Scheißkerl zu finden und sie wieder nach Hause zu holen. Aber als ich ihn sah, erwachte etwas Finsteres in mir. Ich schlachtete den Drecksack ab und warf ihn den Hunden zum Fraß vor. Man nennt dich also nicht grundlos den blutigen Baron. Hä? Dein Spitzname ist mir jetzt klar. Ach nein, das ist eine ganz andere Geschichte. Anna war wohl nicht gerade erbaut. Das ist die größte Untertreibung aller Zeiten. Sie wurde hysterisch, warf sich auf mich, trat und kratzte, griff sich ein Messer.
Das wäre mein Ende gewesen, wäre ich nicht weggesprungen. Ich schlug sie zum ersten Mal. Ich musste sie beruhigen. Ich hatte keine Wahl. Von da an war alles unwiderruflich anders. Anna versuchte oft, sich und mir das Leben zu nehmen. Sie stichelte, reizte mich, verhöhnte mich. Ich sollte sie wohl wieder schlagen. Sie schrie, dass ich ihre Liebe und ihre Hoffnung zerstört hätte und sie doch gleich umbringen könnte. Wie oft entschuldigte ich mich, brachte Blumen und Geschenke mit. Es war ihr gleich. Nach 2 Jahren war ihr Zorn zu Gleichgültigkeit geworden. Manchmal durch ihre Hysterie unterbrochen, manchmal durch meine Sauferei. Ich begreife nicht, dass wir diese Jahre überlebt haben. Nun weißt du, dass nicht alles so war, wie es schien. Du hattest recht. Ihr seid beide schuld an der Lage. Wie gut, dass du das endlich siehst. Also gut. Wenn du Anna schon nicht zurückbringst, sag mir wenigstens, wie sie in dem Sumpf gelandet ist. Deine Frau ist als Dienerin bei den Mumen. Was zum Henker meinst du? Was für Mumen? Sie leben im Buckelsumpf. Ich hörte von ihnen. Aber ich hielt das für Schauermärchen. Wie ist sie da nur gelandet? Sie sind nachts zu Ross geflohen, ritten am Wald vorbei, als ein Monster der Mumen sie angriff und Anna entführte. Ein Monster? Verflucht! Und Tamara, war sie verletzt? Nein. Den Göttern sei Dank dafür. Und was ist mit Annie geschehen? Das Monster hat sie in den Buckelsumpf verschleppt, sie aber nicht verletzt. Anna scheint es dort sogar zu gefallen. Zu gefallen? Was soll der Unfug, Hexer? Was zum Teufel treibt sie da im Sumpf? Sie hat mit den Mumen einen Pakt geschlossen und... Nun, sie hat wohl den Verstand verloren. Einen Pakt? Was zum Teufel? Sie war schwanger und wollte das Kind nicht kriegen. Sie ging zu den Mumen und die versprachen, das Problem zu lösen. Gegen 1 Jahr Dienst. Und die Mumen haben auf ihre verschrobene Art Wort gehalten. Was meinst du damit? Anna hat wohl gedacht, das Kind würde irgendwie einfach verschwinden. Aber die Mumen schwächten sie so sehr, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Und da begann sie wohl, den Verstand zu verlieren. Sie legten sie an eine magische Leine, die Schmerzen bewirken kann, damit sie ihre Schuld auch ja begleicht. Ein Pakt mit Hexen, verdammter Albtraum! Du scherzt wohl! Wir müssen sie retten! Wir können sie nicht dort lassen! Auch mit Bewaffneten ist es ein schlechter Einfall, in den Sumpf zu ziehen. Es ist an sich schon gefährlich dort. Und diese Mumen sind mächtiger, als man denkt. Ich dreh doch nicht Däumchen, bis sie sie rausrücken. Würdest du auf ihre Gnade zählen, wenn sie deine Tochter hätten? Wohl nicht. Aber ich bin ein Hexer. Und ich bin ein Ehemann und Vater, der sein Leben und das seiner Lieben versaut hat. Ich sammle meine Männer und hole Anna da raus. Wir hatten eine Abmachung. Ich habe meinen Teil erfüllt. Jetzt bist du dran. Ein gegebenes Versprechen. Wo war ich denn? Ein Basilisk. Er hat dich angegriffen. Ah, stimmt. Riesengroß. Ziemlich brutales Vieh. Ich dachte schon, es wäre vorbei. Vorsicht! Wenn ich nicht überlebe, kannst du aus der Festung haben, was du willst. Du wirst überleben. Puh. Zeigen wir diesem Monster, was in uns steckt. Verflucht! Die Beute! Die Beute!
Verdammt! Ich kann ihn nicht einfach allein lassen. Hast du alles? Ja, vielen Dank. Was du für mich getan hast, ich werde das nie vergessen. Du hast mir auch geholfen. Als mich deine Männer hergebracht haben, hast du mir Essen gegeben und meine Wunden versorgt. Jetzt sind wir quitt. Du musst nicht gehen. Du bist hier in guter Gesellschaft. Wir haben immer ein warmes Plätzchen für dich. Ich muss los. Ich werde von Geistern verfolgt. Von der wilden Jagd. Es war dumm, die Macht anzuwenden. Jetzt haben sie meine Witterung aufgenommen. Die wilde Jagd? Sie verfolgt dich? Ich bringe euch alle in Gefahr, wenn ich bleibe. Deine Leute sollen Türen und Fenster verrammeln. Und nachts darf niemand nach draußen gehen. Und du? Wohin gehst du jetzt? Ich reite nach Novigrad weiter. Und dann? Wir werden sehen. Sie stieg aufs Pferd und ritt davon. Ohne sie war es hier ganz schön einsam. Die Armee der Redania hat die Überquerung des Ponta blockiert. Trotzdem hast du Ciri nach Novigrad geschickt. Sie war auf der Suche nach einer Zauberin. Und die sind alle in Novigrad. Außerdem habe ich sie nicht den Redaniern ausgeliefert. Ich habe ihr einen Geleitbrief mitgegeben. Woher hast du diese Briefe? Ich habe nicht immer diese Witzbolde angeführt. Früher diente ich in der Temerischen Armee. Die Flussquerung wird doch von Redaniern bewacht. Stimmt. Aber mit etwas Ruhm und einem Freund hier und da sind Banner und Heraldik nicht so wichtig. Es kann sein, dass Ciri noch in Novigrad ist. Danke, dass du ihr geholfen hast. Es ist nichts. Jetzt hast du erfahren, was du wissen wolltest. Du musst in Eile sein, aber wenn du... Na los, sag schon. Ich will Anna befreien, sie zurückbringen. Denke nicht, dass sie freiwillig dort ist. Du hast wohl nicht zugehört. Jede Reise in den Sumpf ist Selbstmord. Ich weiß. Genau darum könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Ich kann dir keine neuen Geschichten zu Ciri anbieten. Aber komm mit mir und ich werde großzügig sein. Sehr großzügig. Ein paar Münzen extra schaden nie. Ah, da hast du allerdings recht. Ich versammle meine Männer bei Niederwirr. Schließ dich uns dort an. Verstanden. Klingt gut. Was zum... Da bist du ja. Wieder entkommen. Oh, Entschuldigung, sind schon wieder weg.
Was war das? Sag du's mir. Mensch oder Monster? Meine Männer nennen ihn Uma, halten ihn für ein Monster. Doch für mich ist er ein Mensch, so verschlagen wie Ardal. Uma? Seltsamer Name. Ja, seltsam. Aber er hat uns keinen anderen genannt. Du meinst, er kann sprechen? Eher nicht. Es war so. Ich fragte ihn nach seinem Namen. Er saß da, sagte kein Wort und versuchte, sich einen Zeh in die Nase zu stecken. Also nahm ich seine Hand, blickte ihm in die Augen und fragte, wie heißt du? Er grinste mich töricht an und stammelte, oh, Uma? So kam er zu dem Namen. Hm. Sieht nicht wie ein Monster aus, aber mein Medaillon vibriert. Seltsam. Wo habt ihr ihn gefunden? Eine lustige Geschichte. Hab ihn beim Kartenspielen gewonnen. Du warst wohl ziemlich verzweifelt, wenn du um ihn gespielt hast. Ach, hör auf zu meckern, Klugscheißer. Er war der Spieleinsatz und wir spielten. Wenn jemand verzweifelt war, dann der ehemalige Herr des Burschen. Lustige Geschichte. Weshalb? Bin mal nach Novigrad gereist, zum Ausruhen und um die Freuden der Stadt zu genießen. Übernachtete in einer Taverne, wo einige Leute spielten und machte mit. Die Karten meinten es gut mit mir. Hatte eine teuflische Hand nach der nächsten, nahm die Idioten aus. Ein Händler hatte besonders viel Pech. Hatte alles verspielt, was er von Skellige mitgebracht hatte. Wollte unbedingt noch eine Runde spielen und ich stimmte zu. Ich fragte ihn, welchen Einsatz er setzen würde und er zeigte mir diesen Tropf. Für mich war nicht viel drin, aber ich dachte, scheiß drauf, gib dem Mann die Chance, was zurückzugewinnen. Er hatte kein Glück und Uma landete auf Krähenfels. Ende der Geschichte. Urkomisch. Wirklich zum Totlachen. Pah, du könntest eine gute Geschichte nicht mal von einem Furz unterscheiden. Ein richtiger Baron. Sogar mit einem richtigen Narren. So ist es. Aber ich habe das Gefühl, dass mit ihm was nicht stimmt. Warum denn? Nun, er scheint mehr Tier als Mann zu sein. Aber er besitzt Weisheit in seinen Augen. Oder vielleicht bilde ich's mir nur ein. Schon mal sowas wie ihn gesehen? Nein, aber er sieht nicht gefährlich aus. Denke, das war's dann. Ist nicht viel, aber solange er keinen Ärger macht, dient er den Jungs als Zeitvertreib. Ich muss aufbrechen. Leb wohl. Leb wohl. Hoffentlich findest du deine Tochter. Und sei ihr ein guter Vater. Dieser verfickte Kater.